Das DFB-Pokal-Halbfinale steht an. Am Dienstag spielt Leverkusen gegen Bayern und am Mittwoch dann Schalke gegen Frankfurt. Die Timestamps findet ihr hier. Wenn es euch am Ende gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Ebenso wie das fleißige Mittippen in den Kommentaren. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der ersten Partie. Am Dienstag Leverkusen gegen Bayern. Bayer 04 Leverkusen empfing Bayern München im DFB-Pokal. Halbfinale. Eine Partie, die es auch durchaus im Finale hätte geben können, insbesondere im Hinblick auf die gute Form der Gastgeber. 2x4:1 hieß es in den letzten beiden Partien gegen Leipzig und gegen Frankfurt, die ja auch nicht irgendeinen Gegner darstellten. Allerdings auch der FC Bayern München überragend in Form. 5:1 zuletzt am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach ins Champions League Halbfinale eingezogen. Und diese gute Form sollte von beiden Teams auch in diese Partie getragen werden. Denn der Schritt ins Finale war nur noch ein einziger. Allerdings ein sehr großer. Die erste Chance gehörte nach 12 Minuten den Gastgebern aus Leverkusen. Leon Bailey mit dem guten Freistoß. Sven Ulreich allerdings ist zur Stelle, pariert den Ball, fischt ihn aus dem Winkel. Allerdings bekam Bayern die Situation noch nicht geklärt. Leverkusen noch in derselben Aktion, direkt mit dem nächsten Abschluss. Wieder Bailey, wieder tolle Parade von Sven Ulreich. Ein wirklich guter Rückhalt an diesem Abend. Starker Abschluss, aber auch tolle Parade vom Münchner Hintermann. Feiert er sich zurecht und gibt gleich die nächsten Anweisungen. Bayern tat sich etwas schwer, in diese Partie zu kommen. Allerdings dann nach einer Viertelstunde kam sie auch zur ersten Möglichkeit. Kimmich über die rechte Seite, spielt er dort gut mit Martinez zusammen. Henrichs kriegt den nicht vom Ball getrennt. Dann kommt die Flanke von Kimmich auf den zweiten Pfosten. Tramme ist mit der ersten Möglichkeit für Bayern. Ulreich auf der anderen Seite konnte die guten Möglichkeiten parieren, aber ebenso sein Gegenüber Leno mit der Tat. Allerdings dann Bayern immer und immer mehr in der Partie drin. Thiago ist das, der Robert Lewandowski sieht. Eine gute Drehung und dann ein toller Abschluss. Es fehlte lediglich ganz wenig an der Präzision. Zweiter Durchgang, der FC Bayern wieder tendenziell etwas stärker im Spiel nach vorne. Javi Martinez, Rudi und Robben im Zusammenspiel. Letztendlich ist es Rames, der den Ball irgendwie in die Richtung des Gehäuses bringt. Allerdings gar kein Problem für Bernd Leno, den Ball aufzunehmen und zu fangen. Eine ganz sichere Bank war er am heutigen Abend. Und dann kam auf der Gegenseite fast das 1:0 für seine Mannschaft. Karim Bellarabi von Volland bedient, trifft nur das Quergebälk. Und die Situation war noch nicht vorbei. Julian Brandt. Jerome Boateng dazwischen. Ganz wichtige Aktion vom Innenverteidiger, dass er da noch die Hüfte ranbekommt. So dass Ulreich den nicht parieren muss. Und vor dem Ende dann nochmal Bayer Leverkusen, eine starke Partie der Gastgeber, ein toller Fight in dieser Partie, mittlerweile komplett ausgeglichen. Es ging nur noch um den Kampf. Wir sind schon in der 89. Spielminute. Nochmal die Möglichkeit für Bayern. James Rodriguez. Und das Pech, was normalerweise der FC Bayern München nicht besitzt, kam hier zusammen in Pfosten und dann prallt der Ball irgendwie raus. Es kam also zur Verlängerung zwischen Leverkusen und Bayern München. In der Verlängerung nahm dann Bayern wieder das Spiel komplett an sich. Thiago nach 96 Spielminuten viel zu frei eigentlich. Bernd Leno ist zur Stelle, kann den Ball parieren und das Tor verhindern. Vor der Pause dann aber nochmal Leverkusen auch nach vorne unterwegs. Brandt. Der Ball kommt dann irgendwie zu Karim Bellerabi, weil Bayern das nicht geklärt bekommt. Henrichs, Schalter ran, Gies mit der hundertprozentigen Tormöglichkeit. Und Sven Ulreich mit einer Glanztat. Tolle Reaktion von seiner Seite aus. Aber Bayern im Verlängerungsabschnitt die deutlich stärkere Mannschaft. Ribéry wieder mit dem Abschluss.
Bernd Leno muss nicht eingreifen. Der trifft nur das Außennetz. Allerdings um ein Haar der Ball im Winkel. 111. Spielminute. Der Druck wurde von Bayern höher und höher. Toller Freistoß von Alaba, der ja mit rechts getroffen hatte. Gegen Gladbach hier noch erfolglos. Jetzt aber 5 Minuten vor dem Ende. Dann war es geschehen. Arjen Robben nach einem Einwurf von Jerome Boateng von der rechten Seite. Bringt der dann auch die Flanke und dann ist Konfusion im Leverkusener Abwehrverbund vorherrschend. Jedwai und Bender stehen sich da so ein bisschen gegenseitig auf den Füßen. Dann fällt Robben der Ball vor die Füße. Der haut den Ball dann platziert unten links rein und entscheidet in der 115. Spielminute dieses DFB-Pokal-Halbfinale. Bayern schlägt sich tendenziell etwas stärker im 1:1 gegen Bayer Leverkusen, zieht damit verdient in die Finalrunde ein und wartet dann entweder auf Schalke oder Frankfurt. Aber ein toller Fight auch von Bayer 04. Halbfinale Nummer 2 lautete FC Schalke 04 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und über beide Teams kann man in der letzten Woche oder am letzten Spieltag der Bundesliga noch viel reden. Pokal steht jetzt allerdings nach Derby-Sieg und nach Trainerwechsel an. Schalke tendenziell mit der besseren Ausgangslage. Eben der Derby-Sieg im Rücken bei Frankfurt schwingt noch der Trainerwechsel zum Ende der Saison mit. Das wollten sie allerdings vergessen machen und so spielten die Gäste von Anfang an auch auf. Thilo Kehrer ist das mit dem Ball zu Goretzka. Dil Guzman allerdings spritzt dazwischen Marco Fabian in die Spitze und Kevin Prince Boateng, der Ex-Schalker, mit einer richtig starken Aktion. Es waren schon 24 Minuten gespielt, eine von Kampf und Leidenschaft geprägte Partie. Fand dann mit dem ersten richtigen Torschuss auch direkt den ersten Treffer. Schalke hatte einen Tag weniger zum Regenerieren. Und das sah man auch, Frankfurt etwas spritziger. Aber das ist auch wunderbar gemacht. Perfekt angelupft, so dass Ralf Fährmann nichts mehr zu halten hat. 0:1 also im Pokal, jetzt musste Schalke auch mal etwas nach vorne bringen. Und das kamen die dann auch im Laufe des ersten Durchgangs. Kali Juri auf Guido Burgstaller. Der hat die Übersicht und Nabi Bentaleb wahrscheinlich sogar etwas überrascht darüber, dass er da so viel Freiräume bekommt. Der Abschluss mit seinem schwächeren rechten Fuß dann etwas zu harmlos. Und im Gegenangriff dann wieder Frankfurt nach vorne. Dil Guzman ist das, der auf Fabian spielt. Marius Wolf hat die Übersicht. Da Kostas Schuss von Thilo Kehrer. Im letzten Moment noch abgewehrt. Hätte auch hier wieder sehr gefährlich werden können. Eine ausgeglichene Partie mittlerweile, wo Schalke allerdings dem 0:1 hinterherlief. Wir sind in der 45. Spielminute kurz vor dem Pausenpfiff. Und dann haut Burgstaller so eine Flanke raus auf Daniel Caligiuri, der am zweiten Pfosten relativ frei steht und in der 45. Spielminute den Ausgleich erzielt, den verdienten mittlerweile, sodass hier wieder alles ausgeglichen war. Für Lukas Radetzky im Tor der Frankfurter keine Chance, Hasebe zu weit weg und Willems kann aus der Ferne nur zuschauen. Wir springen in den zweiten Durchgang, Frankfurt davon aber kaum geschockt. Sie wollten unbedingt nach dem letztjährigen Finale auch diese Saison wieder nach Berlin. Und das zeigten sie auch, doch dadurch offenbarten sie auch Lücken in der Verteidigung. Schalke nach vorne aktiv. Goretzka versucht es da aus der Distanz. Willems diesmal auf der Höhe bringt das Bein dazwischen, so dass der Ball nicht aus Tor von Radetzky flog. Und Schalke wollte das hier in der regulären Spielzeit zu Ende bringen. Alessandro Schöpf und Goretzka macht dann im Endeffekt viel zu wenig draus. Eine tolle Aktion von Schalke. Schöpf, ein starker Abschluss. Goretzka kriegt den auftropfenden Ball nicht mehr unter Kontrolle. Aber nochmal vor dem Ende. 90. Spielminute. Naldo mit der letzten Möglichkeit in der regulären Spielzeit. Radetzky hielt den Ball fest. Es ging also auch im zweiten Halbfinale
in die Verlängerung. Und Schalke sah man an, dass sie unbedingt nach Berlin wollten, auch wenn die Kraft am Ende war. Sie spielten nach wie vor leidenschaftlich bei Frankfurt. Den Willen konnte man nicht absprechen, es fehlten allerdings so ein bisschen die Mittel. Zweiter Durchgang in der Verlängerung bereits von Frankfurt, kam nur noch Verteidigung und auch die wirkte etwas instabil. McKennie gegen Abraham viel zu einfach vorbei, doch auch er trifft nicht das Gehäuse. Radetzky im Glück in der kurzen Ecke, wäre der Ball möglicherweise eingeschlagen. McKennie vergibt die letzte Möglichkeit und dann kam es zum Elfmeterschießen. Eigentlich eine Glückssache, allerdings auch die Nerven eine große Rolle in dieser Situation. Schalke führte mit zwei verwandelten Elfmetern und der zweite Frankfurter Elfer saß da nicht. Marco Fabian scheiterte an Ralf Fährmann. Di Santo konnte zum 3:1 erhöhen und machte das auch. Radetzky ohne Chance. Die anschließenden beiden Elfmeter saßen. Guido Burgstaller zum 4:2 und jetzt war klar, Gacinovic muss treffen. Ansonsten wäre Frankfurt raus und Schalke im Finale. Mijat Gacinovic gegen Ralf Fährmann. Ein zu schwach getretener Elfmeter und ein starker Fährmann verhelfen dem S04 zurück nach Berlin. Stehen damit im Finale gegen den FC Bayern München. Und der große Showdown in der Hauptstadt steht dann bevor. Zu schwach dieser Elfmeter. In der letzten Saison setzte sich Frankfurt im Elfmeterschießen gegen Gladbach durch, zog dadurch ins Finale ein. Hier behält Schalke die Nerven und zieht nicht unverdient über die 120 Spielminuten gesehen ins Finale ein und trifft dann im Mai auf den FC Bayern München. Jo, hier seht ihr nochmal die beiden Ergebnisse der Prognose und meine Tipps. Tippt auch ihr wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ebenso wie eine positive Bewertung oder ein Abo. Ansonsten viel Spaß mit dem DFB-Pokal. Wir sehen uns am Donnerstag dann wieder mit der Bundesliga-Prognose. Bis dann und ciao.